Ihr habt Bock auf Automatisierung? Dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Ich bin der Valentin und heute machen wir weiter mit den Analogeingängen. Und zwar werden wir innerhalb der Choruses die Einheiten dazu auswerten. Los geht's! Im letzten Video haben wir gemeinsam eine Mittelwertberechnung durchgeführt. Und zwar haben wir den Analogeingang 1 und 2 verwendet. Da sind beide Temperatursensoren und wir haben gelernt, die Statusinformationen zu verwenden, ob dieser Wert überhaupt gültig ist. Und heute möchte ich einen weiteren Strukturelement von diesem Temperatureingang oder Analogeingang auswerten, und zwar die Einheit. Die Einheit wird in dieser Struktur als ein UDINT-Wert repräsentiert. Und dieser UDINT-Wert kann jetzt dazu genutzt werden, daraus den String, den Einheit oder die Einheit als String zu ermitteln. Ja, die meisten werden, vielleicht werden jetzt einige sagen, Grad Celsius ist doch die Temperatur. Ja, aber Temperatur kann auch als Grad Fahrenheit ausgeführt werden oder auch als Kelvin. Daher überlasse ich das dem System. Das System entscheidet A, welchen Einheits der Sensor gerade oder das System, in welche Einheit das System das Ganze handelt und auch in der richtigen Sprache. Es kann ja sein, dass irgendwo im Ausland, Taiwan, Thailand, wo auch immer, die Grad Celsius irgendwie ganz anders als String dargestellt werden. Und dazu nutzen wir eine weitere Bibliothek, eine JUMO-Bibliothek. Dazu gehen wir in den Bibliotheksverwalter und fügen eine weitere Bibliothek unter Erweitert, dann unter System, JUMO. Die Bibliothek heißt CMP Unit Manager. Wenn Sie diese Bibliothek hier oben selektieren, dann stehen einige Funktionen uns zur Verfügung. Wir schauen uns mal die Funktion getUnitText. Und zwar, der Übergabeparameter an diese Funktion ist genau der UnitType als Typ UDINT und ein Language vom Typ String. Und genau der Output ist ein W-String. Da bekommen wir dann am Ende die Einheit des Analogeingangs. Das probieren wir mal einfach aus. Ich gehe in mein Programm und führe hier mit der Taste F2 eine Eingabehilfe, starte ich damit. Und zwar gehe ich einfach auf die Bausteinaufrufe und dann auf die Bibliothek CMP Unit Manager und sage, ich möchte diese Bibliothek getUnitText verwenden. So wird sie ausgeführt, das heißt Übergabeparameter 1, Übergabeparameter 2 und das ist der Return oder der Output. Da kommt der eigentliche Einheitsstring zurück. Ich führe das ein bisschen optisch strukturierter aus. Der Unit Type ist zum Beispiel, hier schreibe ich meinen Kommentar. Wir verwenden den ersten Temperatursensor und übergeben an diese Funktion genau diesen UDI-Unit-Type. Language, das ist jetzt ein bisschen ja, Insider-Wissen, aber hier unter Jumo Variton Setup können wir die Sprachenkürzel uns anschauen. So sind die Sprachen in unserem System definiert und wir wollen zum Beispiel in das Ganze in der deutschen oder ja, die Einheit für die deutsche Sprache rausholen. Dazu übergeben wir einfach DE als String.
Und als Rückgabewert, da machen wir uns wieder eine kleine Hilfsvariable, eine lokale, in diesem Programm eine lokale Hilfsvariable. Unit Temperature 1 als D-String. So, das übersetzen wir. Okay, null Fehler, null Warnungen. Wir gehen wieder auf die Steuerung. Okay, ich habe noch keine Steuerung ausgewählt. Genau, das ist die Steuerung. Und gehe direkt online. So, und wie wir sehen, die Einheit kommt im richtigen, String zurück, und zwar als Grad Celsius. Prima. Wir haben zwar die Einheit Grad Celsius. Was passiert aber, wenn wir das System so umstellen, sodass die ganzen Temperaturwerte als Grad Fahrenheit erscheinen sollen? Ja. Dazu müssen wir eine weitere Funktion nutzen. Die weitere Funktion, die wir benötigen, ist die Konvertierung des Analogeingangs in den richtigen, in den richtigen Wert. Weil der Wert der Temperatur in Grad Celsius wird anders dargestellt, also hat einen anderen Wert als in Grad Fahrenheit. Dahinter steckt ja eine mathematische Formel. Da will ich mich auch gar nicht drum kümmern. Ich möchte einfach sagen, wenn mein System auf Grad Celsius eingestellt wird, dann soll die Einheit als Grad Celsius ankommen und auch der Wert soll als Grad Celsius ankommen. Wenn ich aber das ganze System auf Grad Fahrenheit einstelle, dann soll der Einheitstext in Grad Fahrenheit ankommen und der Wert soll auch richtig umgerechnet werden. Und genau diese Umrechnung zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit, dazu benutzen wir eine weitere Formel, eine Funktion in dem Bibliotheksverwalter hier unter CMP Unit Manager gibt es eine Funktion, die heißt From Base Unit Float. Warum From Base Unit? Ja, innerhalb des ganzen Variton-Systems sind alle Absoluttemperaturen oder ja, absoluten Temperaturen werden als Basis, Einheiten dargestellt. Und zwar, diese Funktion rechnet uns den ankommenden Analogeingangswert von Grad Celsius in Grad Fahrenheit, je nachdem, wie das System eingestellt ist. Das zeige ich Ihnen. Ich führe das einfach mal aus. Und am Ende zeige ich, wo dieser Umschalter ist zwischen Grad Fahrenheit und Grad Celsius. Genauso wie mit dem vorherigen Funktion mit der Taste F2 gehe ich in den Bausteinaufrufe JCMP Unit Manager und führe diese Funktion aus. So. Schauen wir uns nochmal die Übergabeparameter. Der Übergabeparameter, der Input, ist ein STFloatValueType. Das ist ja genau das, was wir hier im Analogeingang wiederfinden. Also die komplette Struktur von dem Analogeingang übergeben wir an die Funktion und erhalten einen Rückgabewert Value Converted. Und der Rückgabewert ist ein Real. Okay. Dann sage ich mal, das ist ein Converted Temperature. Den platziere ich mal hier hin.
Die anderen verwende ich erstmal nicht, sind optional. Und der Übergabe ist natürlich das hier. Ich gehe nochmal online. Lass das Ganze laufen. Und wir sehen, die aktuelle Temperatur von dem Temperatursensor 1 ist 35,7 Grad. Und zwar mit der Einheit Grad Celsius. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze an. Was passiert, wenn ich das System umstelle? Und zwar hier unter Web Services oder Web Cockpit gibt es unter Konfiguration, SPS-Konfiguration, Einheiteneinstellungen. Und zwar, hier gibt es eine Einstellung, das nennt sich absolute Temperatur. Und alle Temperatursensoren, PT100, Thermoelemente, die per Sensor erfasst werden, sind absolute Temperaturen. Und gerade ist das System auf Grad Celsius eingestellt. Und wenn ich das Ganze jetzt auf Grad Fahrenheit umstelle und sage Speichern, zack, der Wert hat sich geändert von 35 oder PAN 30 auf 96 und wir bekommen auch die richtige Einheit. Nochmal zur Veranschaulichung, wir stellen wieder zurück auf Grad Celsius. Und schon haben wir den richtigen in Grad Celsius. Warum brauchen wir diese Funktionen? Naja, wir wollen ja auch Applikationen bauen oder eine Maschine. Und diese Maschine wird mal in Europa ausgeliefert oder nach USA oder Amerika. Dann erwartet man natürlich andere Darstellungsformate oder die Darstellung der Temperatursensoren ist natürlich ganz anders. Das möchte ich im nächsten Video euch vorführen. Wir werden ein Visualisierungsobjekt bauen oder unsere erste Visualisierung. Und da werden wir diese Funktionen nutzen, um den zwischen Grad Fahrenheit und Grad Celsius die Darstellungen hin und her zu switchen. Wenn was unklar ist oder wenn es Fragen gibt, umso besser. Bitte schreibt in die Kommentare. Wir versuchen das zu beantworten. Würde mich auch freuen, wenn es Feedback gibt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.